Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Leute, ich bin ja gerade ein bisschen am Wandern und am Spazieren gehen. Hier, ich habe meinen Rucksack an und schön meine ganzen Sachen da drinnen, trinken, essen und so weiter und so fort. Ich wandere jetzt noch am Abend ein klein bisschen, also das tue ich fast jeden Tag. So Leute, in diesem Video geht es um ein Thema, was tatsächlich jetzt doch ziemlich viele Zuschauer nochmal den Wunsch hatten, dass ich darüber ein Video drehe. Ja, und wie rede ich überhaupt? Viele Zuschauer hatten den Wunsch, dass ich über dieses Thema nochmal ein Video drehe und jetzt hier auch nochmal Tipps gebe, was man in so einer Situation denn tun sollte. Und zwar geht es in diesem Video um Sprachstörungen, also Stottern und halt grundsätzlich Sprachstörungen und Tipps, wie man diese Sprachstörungen in den Griff kriegen kann, wie man trotzdem einigermaßen flüssig und stotterfrei reden kann. Ja, darum geht es in diesem Video. Und ja, ich habe ja schon mal ein Video hochgeladen, wo ich schon ein paar Tipps gegeben habe, was gegen Sprachstörungen hilft. Ja, und zwar fangen wir einfach mal an mit Tipp Nummer 1. Und zwar, angenommen, ihr seid jetzt irgendwo vor vielen Leuten, angenommen, ihr seid in der Schulklasse vor, keine Ahnung, 20 oder 30 Leuten und dann müsst ihr irgendetwas vorlesen. Das ist natürlich für jemanden, der Sprachstörungen hat, ziemlich frustrierend und ziemlich belastend in dieser Situation. Dennoch gibt es da Tipps und Tricks, wie man das in den Griff kriegen kann. Denn ich selbst, ich habe auch Sprachstörungen und ich kenne da einige Tipps, die auch helfen, wie man das dann doch noch einigermaßen, also jetzt wirklich einigermaßen flüssig aussprechen kann. Denn die Sprachstörungen selbst kann man leider nicht heilen. Aber trotzdem gibt es da Tipps und Tricks, die einem helfen, diese Sprachstörungen mehr oder weniger zu unterdrücken können. Ja, und zwar der erste Tipp ist, ihr müsst ruhig atmen. Und ruhig atmen bedeutet jetzt nicht so wie ein Hund zu atmen, so. Ja, und das kann auch sehr schwer sein, zumal man ja auch aufgeregt ist, da man ja gleich vor 30 Leuten sprechen muss. Aber trotzdem solltet ihr da einfach probieren, ruhig zu atmen und also langsam durch die Nase einatmen und dann wieder langsam durch den Mund ausatmen. Das hilft auf jeden Fall gegen die Aufregung. Also so könnt ihr eure Panikattacken und eure Aufregung in den Griff bekommen. Und Leute, denn eigentlich ist das Stottern selbst nicht das Hauptproblem am Stottern, sondern das größte Problem am Stottern ist die Angst vor dem Stottern. Und die Angst vor dem Stottern, ja Leute, da ist gerade eine Bank, ich setz mich da mal hin, dann kann ich auch ein bisschen ruhiger sprechen hier, weil ja, laufen und reden, das ist keine gute Kombination. So Leute, also kommen wir jetzt mal zurück zum Punkt. Und zwar, ihr solltet eben langsam durch die Nase einatmen und dann wieder langsam durch den Mund ausatmen. Denn so kriegt ihr die Aufregung in den Griff. Also so könnt ihr die Aufregung reduzieren und zwar auch teilweise sehr stark reduzieren. Und wenn ihr die Aufregung in den Griff bekommen habt, wenn ihr dann nicht mehr aufgeregt seid oder halt nicht mehr so stark aufgeregt seid, dann könnt ihr auch viel flüssiger sprechen. Denn wie gesagt, die größte oder das größte Problem am Stottern oder an den Sprachstörungen ist die Angst vor dem Stottern. Und die Angst kriegt man durch dieses Atmen gut in den Griff. Also, ich zeige es euch jetzt mal. Angenommen, ihr sitzt dann dort und müsst etwas vor der Klasse vorlesen. Dann müsst ihr einfach
langsam oder halt ja, langsam einatmen und dann kurz die Luft innen drin behalten und dann entweder durch die Nase ausatmen oder durch den Mund ausatmen. Aber ganz wichtig ist, ihr müsst durch die Nase einatmen und es nicht, also ihr könnt natürlich auch durch den Mund einatmen, aber ich denke mal, wenn ihr durch die Nase einatmet, dann könnt ihr euch besser, also dann könnt ihr die Aufregung leichter mildern oder mindern, mildern, ja, als wenn ihr durch den Mund ein- und ausatmet. Also wie gesagt, ihr müsst langsam durch die Nase einatmen und langsam durch den Mund ausatmen. Und das macht ihr ungefähr 5 oder 10 Mal und dann solltet ihr schon merken, dass die Aufregung ein klein bisschen weggegangen ist oder weniger geworden ist. Gut, das war der erste Tipp. Kommen wir nun direkt zum zweiten Tipp. Und zwar der zweite Tipp ist, wenn ihr jetzt wirklich lesen müsst und wenn ihr dann irgendwie vor irgendeinem Wort Schwierigkeiten habt, dieses Wort auszusprechen. Und das habe ich sehr oft beim Vorlesen, weil Leute, ich habe auch Sprachstörungen und ich habe sehr oft das Problem, dass ich dann vor irgendeinem Wort stehe und es nicht aussprechen kann. Und dort darf man auf gar keinen Fall durchdrehen. Man muss auch dort Ruhe bewahren und man muss sich irgendeine Brücke bauen, wie man in dieses Wort hineinkommt. Gehen wir mal davon aus, dieses Wort fängt mit A an. Dort haben viele Stotterer auch Schwierigkeiten, dieses Wort auszusprechen, weil man beim A sehr gut stottern kann. Was fängt denn mit A an? Sagen wir mal das Wort Autobahn. Es kommt in einem Text, den ihr vorlesen müsst, das Wort Autobahn dran. Dann könnte es natürlich sein, ihr steht jetzt vor diesem Wort und könnt es nicht aussprechen. Ihr steht vor diesem Wort Autobahn und ihr wollt es aussprechen, aber irgendwie so, irgendwie kommt nichts raus. Und dieses Problem kenne ich allzu gut. Dort müsst ihr einfach, ganz einfach, vor diesem A ein kleines H dran setzen. Und dann müsst ihr dieses H als Brücke nehmen für diesen Anfangsbuchstaben. Und so könnt ihr ganz einfach euer Stottern bei dem Wort A umgehen. Also ihr sagt jetzt nicht Autobahn, sondern ihr sagt Autobahn. Dort baut ihr euch einfach ein ganz leichtes H vor das A. Und glaubt mir, eure Zuhörer merken das in der Regel nicht. Und selbst wenn sie es merken, ist doch scheißegal. Ihr seid am Vorlesen und wichtig ist dann für euch, dass ihr das flüssig und ohne Stottern vorlesen könnt. Und dann ist es auch scheißegal, was da die anderen dazu denken. Also, wie gesagt, Atemübungen ist die Nummer 1. Nummer 2 ist, falls ihr eben vor irgendeinem Wort steht, wo es mit A anfängt, dann nutzt ihr einfach das H vor dem A und so kommt ihr dann leichter und sanfter in das Wort hinein. Gut, kommen wir nun zum dritten Tipp. Nämlich der dritte Tipp ist einfach, redet langsam. Klar, wenn ihr aufgeregt seid, dann fällt es nicht immer leicht, langsam zu sprechen. Denn wenn man aufgeregt ist, redet man automatisch gerne sehr schnell. Aber durch das schnelle Reden und durch die Aufregung kommt das Stottern natürlich sehr oft dran. Oder es zeigt sich halt sehr oft. Aber trotzdem, ihr solltet einfach probieren, so langsam und so ruhig wie möglich zu reden. Denn wenn ihr langsam und ruhig vorlest oder redet und dann auch noch diese Tipps anwendet, falls ihr nicht in irgendein Wort reinkommen solltet, dann solltet ihr eigentlich ziemlich flüssig sprechen können. Also langsam reden, irgendeine Brücke vor ein Wort bauen, wo ihr nicht reinkommt. Diese Brücke
mit dem H, die könnt ihr jetzt bei dem Buchstaben A, E, U, also A, E, I, U, dort könnt ihr das nehmen. Falls jetzt aber irgendein Anfangsbuchstabe kommen sollte von irgendeinem Wort, wo jetzt mit B oder mit D oder mit G oder mit T anfängt, dort kann man das H nicht benutzen vor diesem Wort. Aber auch dort gibt es andere Möglichkeiten. Nämlich, ihr lasst einfach diesen Buchstaben weg. Also angenommen, ihr habt jetzt ein Wort, sagen wir eins, was mit G anfängt. Ihr habt jetzt das Wort Geschichte, wo ihr aussprechen müsst. Ihr müsst Geschichte aussprechen. Und ihr merkt, ihr kommt nicht in das Wort rein, weil ihr das G nicht aussprechen könnt. Dann sagt ihr nicht Geschichte, sondern ihr sagt einfach Geschichte. Ihr sprecht einfach das G gar nicht so stark aus, sondern entweder sprecht ihr es einfach sanfter aus, oder falls ihr merkt, ihr kommt einfach gar nicht in das Wort rein mit dem Anfangsbuchstaben, dann sprecht es einfach gar nicht aus. Und glaubt mir, eure Zuschauer werden es nicht merken. Also die werden das in der Regel nicht merken. Und wie gesagt, falls sie es trotzdem merken sollten, ist egal. Es ist euer Vortrag, es ist euer Lesen. Und Hauptsache, ihr könnt es flüssig. Also, angenommen, ihr müsst jetzt, also ihr sagt da nicht Geschichte, sondern Geschichte. Oder Autobahn. Oder sagen wir noch, Banane ist auch noch ein gutes Wort, wo man gerne stottert. Dann sagt ihr nicht Banane, sondern Banane. Einfach den Anfangsbuchstaben des B sanft aussprechen oder komplett weglassen und ein, also halt so ein kleines W dort dann benutzen. Genau. Und das sollte euch auf jeden Fall helfen, die Sprachstörungen oder halt das Stottern unterdrücken zu können. Genau, und mit diesen Tipps, mit diesen, waren es jetzt drei oder vier Tipps? Ich glaube, also Atemübungen, die Brücke und langsam reden. Ja, es waren drei Tipps. Diese drei Tipps sollten euch wirklich helfen, wieder flüssig, also fast einwandfrei flüssig reden zu können. Ja, Leute, ich selbst, ich habe auch Sprachstörungen und Sprachstörungen. Also ich selbst habe das Problem, dass ich einfach stottere beim Vorlesen, wenn ich jetzt vor ganz vielen oder auch vor wenigen Leuten irgendwas vorlesen muss. Ich habe dort einfach das Problem, ich bin nervös, ich bin aufgeregt und dann schaffe ich es nicht, diesen Text flüssig zu lesen. Und selbst wenn dieser Text von mir selbst geschrieben worden ist, das ändert nichts daran. Ich habe beim Lesen vor anderen Leuten immer Probleme. Aber diese Tipps, die sind für mich wirklich Gold wert. Und ich wende sie auch an, so gut ich kann, und sie helfen mir auch. Und ich hoffe wirklich, sie helfen euch auch. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt sie bitte gerne in die Kommentare. Es würde mich sehr freuen. Ich lese und beantworte alles. Ja, Sprachstörungen, das ist echt eine nervige Angelegenheit. Vor allem dann ist es eine nervige Angelegenheit, wenn sie einem oft im Weg stehen. Und in der Schule ist es halt leider so, dort stehen einem die Sprachstörungen sehr oft im Weg. Und mir stehen sie auch oft im Weg. Heute ist der 5. Mai und ich war heute Morgen in der Schule und ich hatte heute Morgen, ich glaube, das war in der ersten Stunde, dort hatte ich das Unterrichtsfach Geschichte, ja, und jetzt auch noch mal hier dieser Tipp, sanft in das G reingehen, Geschichte. Ja, ich hatte heute Morgen das Unterrichtsfach Geschichte und ich musste dort etwas vorlesen, also halt so einen kleinen Text kurz vorlesen und ich hatte so große Probleme, also ich glaube, so schlimm wie heute war es, glaube ich, schon lange nicht mehr beim Vorlesen bei mir. Ja, dort hatte ich irgendwie diese Tipps nicht anwenden können. Also ich hätte sie schon anwenden können, aber ich habe in diesem Augenblick nicht dran gedacht. Aber
wenn ich diese Tipps angewendet hätte, dann hätte ich es garantiert auch ein bisschen flüssiger hinbekommen. Aber wie gesagt, Sprachstörungen und Stottern, das ist für jeden, den es betrifft, wirklich sehr frustrierend. Und das kann einem auch auf dem Boden oder am Boden zerstören. Und es ist wirklich eine Situation, in der möchte man nicht stecken. Sprachstörungen sind wirklich nervig. Sprachstörungen kosten sehr viel Kraft. Aber zum Glück gibt es für alles in der Welt eine Lösung. Und für Sprachstörungen gibt es auch eine Lösung. Und falls euch diese Tipps, die ich euch jetzt in diesem Video gezeigt habe, nicht helfen sollten, dann könnt ihr auch einen Logopäden aufsuchen und der wird euch dann noch mehr Tipps verraten. Und ich selbst, ich kenne jetzt nur diese drei Tipps, um ehrlich zu sein. Falls mir noch weitere Tipps einfallen sollten, dann werde ich noch ein zweites Video drehen. Wie gesagt, ja, ich habe zum Glück zu 100% freundliche Klassenkameraden und die haben Verständnis für mich und die haben mich noch nie ausgelacht, wo ich irgendwann mal beim Lesen Schwierigkeiten hatte. Meine Klassenkameraden sind wirklich sehr nette und zuverlässige und tolle Leute, tolle Menschen, mit denen ich gerne den Tag verbringe. Genau. Aber es ist natürlich auch so, dass manche, die stottern, nicht so freundliche Klassenkameraden haben wie ich. Und dann ist es natürlich auch möglich, dass man ausgelacht wird wegen seinem Stottern. Ich wurde jetzt von meiner Klasse noch nie ausgelacht vom Stottern. Also nicht, dass ich wüsste, aber ich wurde, glaube ich, noch nie ausgelacht. Und das schätze ich sehr. Und es ist auch la und es ist heutzutage leider nicht verständlich, dass man wegen seinen Schwächen nicht ausgelacht wird. Das ist heutzutage keine Selbstverständlichkeit mehr. Und falls ihr ausgelacht werden solltet von euren Klassenkameraden oder von euren Mitschülern wegen eurem Stottern, lasst euch das nicht gefallen. Geht zu einem Lehrer und schildert ihm ganz ruhig diesen Vorfall. Und falls euch der Lehrer nicht helfen möchte, dann könnt ihr auch im Notfall einen Anwalt ins Spiel holen. Also klar, das ist ein bisschen übertrieben, aber dann könnt ihr im Notfall einen Anwalt ins Spiel holen und der redet dann mit den Leuten und bringt sie zur Ruhe. Ein Anwalt kostet allerdings Geld und ich weiß nicht, ob man bereit ist, wegen seinen Sprachstörungen und weil man ausgelacht wird, Geld auszugeben. Ich würde es wahrscheinlich nicht machen. Ich würde auch so damit klarkommen, weil ich habe ein starkes Fell. Ich muss mir schon tausende Schimpfwörter anhören. Ich wurde schon oft dumm angemacht. Auch wegen den Sprachstörungen wurde ich von anderen Leuten schon oft dumm angemacht, aber ich, mir ist das egal. Mir ist es grundsätzlich egal, was andere Leute über mich denken. Mir ist es grundsätzlich scheißegal, wer mich auslacht. Denn Leute, die andere auslachen wegen ihren Schwächen, die haben selbst ein sehr, sehr kleines Selbstwertgefühl und haben kein großes Selbstbewusstsein. Die haben oftmals selbst Probleme mit sich selbst und diese Probleme probieren sie zu umgehen oder fühlen sich dadurch stärker, wenn sie andere Leute wegen ihren Schwächen auslachen. Und das geht gar nicht. Aber ja, solche Leute gibt es leider teilweise. Allerdings habe ich eben das Glück, dass es mich nicht so trifft, meine Klassenkameraden. Und dieses Video geht unter anderem auch an meine Klassenkameraden. Ich danke euch einfach sehr, dass ihr immer Verständnis für mich hattet und mich nicht ausgelacht habt und es auch heute nicht tut. Ich bin euch einfach sehr dankbar dafür. Wirklich jedem Einzelnen von mir aus der Klasse. Vielen herzlichen Dank. Ihr seid wirklich tolle Klassenkameraden und wegen euch komme ich auch sehr gerne zur Schule.
Ich lerne zwar nichts in der Schule, weil ich leider keine Lust mehr habe, weil ich jetzt schon 10 Jahre in der Schule bin und ich jetzt halt langsam aber sicher keine Lust mehr habe. Ich lerne nicht viel, aber trotzdem macht es mir Spaß, mit den Klassenkameraden und mit den Lehrern dort den Tag zu verbringen. Und auch wenn mir die Sprachstörungen manchmal im Weg sind, auch wenn mir das Vorlesen und Vortragen sehr schwer fällt, ich lasse mir davon den Tag nicht ruinieren. Nein, niemals. Jeder Tag ist Gold. Und das schätze ich wert. Und ich danke auch Gott sehr dafür, dass ich hier jetzt stehe. Ich danke Gott, dem Herrn, sehr dafür, dass ich jetzt gerade hier stehe, weil das ist auch nicht selbstverständlich. Und Leute, merkt euch eins, es gibt für alles in der Welt eine Lösung. Es gibt auf der Welt keine Probleme, die so groß wären, dass man sie nicht lösen könnte. Es gibt für alles immer eine Lösung. Und falls ihr wirklich jetzt am Boden zerstört sein solltet, we wegen euren Sprachstörungen oder wegen irgendetwas anderem, dann sucht euch bitte einen, dann sucht euch irgendeinen Freund oder irgendeine Vertrauensperson, mit der ihr über diese Sachen reden könnt. Denn wenn ihr eure Probleme teilen könnt, dann sind sie auch nicht mehr so groß und dann sind sie auch nicht mehr so schlimm. Und dann findet man gemeinsam eine Lösung für dieses Problem und kann am Ende wieder glücklich sein. Genau, und ich habe schon viele Leute, die mich angeschrieben haben, weil sie selbst auch Sprachstörungen haben und weil sie einfach am Boden zerstört sind und nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Und wirklich, ich habe euch jetzt in diesem Video 3 wertvolle Tipps gegen die Sprachstörungen genannt und die sollten euch wirklich helfen. Aber merkt euch eins, es gibt für jedes Problem immer eine Lösung. Und damit beende ich dieses Video. Morgen gehe ich wieder in die Schule. Aber wichtig ist auch, dass man, wenn man in die Schule geht und wenn man vielleicht sogar weiß, man muss wieder etwas vorlesen und die Sprachstörungen kommen wieder, man darf nicht in Panik verfallen und man darf sich von diesem Gedanken nicht den Tag ruinieren lassen. Man muss trotzdem ruhig bleiben und man muss es wertschätzen, die Möglichkeit zu haben, zu leben. Man muss es wertschätzen, an diesem Tag zu sein. Und ja, damit beende ich dieses Video jetzt. Ich wünsche euch allen, liebe Zuschauer, noch einen schönen Abend. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Ich bedanke mich auch für so viele Aufrufe. Ich habe jetzt, glaube ich, knapp 1500 Aufrufe bei meinem letzten Speedtest-Video. Das war, glaube ich, iPhone 5S, iOS 12.5.3 versus 12.5.2 Speedtest. Ja, ich habe da jetzt 1500 Aufrufe knapp und dieses Video ist jetzt gerade mal ein Tag alt. Also das ist Wahnsinn. Vielen herzlichen Dank, liebe Zuschauer. Das gibt mir auch Kraft und das zeigt mir, ihr wollt von mir mehr Videos sehen und das werde ich machen. Ich werde für euch zukünftig wieder mehr Videos produzieren. Vielleicht nicht täglich, aber ich werde probieren, für euch so viele Videos und so viele hilfreiche Videos wie möglich zu produzieren. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich oder gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Video. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Macht's gut. Ciao, Leute.